So, meine lieben Freunde. Was hat er das hier kaputt gemacht? Egal. Ja, trotz dass ich durch die ganze Wettershowse sehr große Kopfschmerzen habe, werden wir uns jetzt der letzten Episode stellen. Joker ist mal wieder verrückt. Ich hoffe, ich überlebe das. Weil, wie ich schon sagte, dieses Wetter macht mich eiskalt fertig. Ja, Freizeit. Park mal wieder. Ah, hier musst du immer hin und her wechseln. Okay, das bringt noch gar nichts hier. Ganz andere Attraktion wie noch mit Batman. Ah, sieh mal, an den kommen wir gar nicht mal ran.
Okay, das war echt kacke gerade. Das wird echt schwierig, das hier voll zu kriegen. Wir haben gerade mal 30%. Okay, was zum Geil geht jetzt hier ab? Kommen wir aber noch nicht dran. Weil wir brauchen Batman oder Robin. Okay, wir sind jetzt hier auf einer Achterbahn gelandet. Sehr amüsant das Ganze. Oh, bitte. Ich habe nicht den Rückwärtssalto ausgeführt. Harley.
What? Die macht immer den Rückwärtssalto, obwohl ich das nicht will. Mann. Entschuldige, wenn ich nicht so viel rede, aber mein Kopf macht mich echt krank gerade. Gleich wieder da. Leute. Jetzt auch gemeint. Na, wie geht's dir? Ich muss zugeben, dieses Wetter macht mich echt wahnsinnig. Gut, den ganzen Tag Kopfschmerzen bis zum geht nicht mehr. Eigentlich fühle ich mich immer noch nicht gut genug. Aber ich wollte jetzt auch nicht ausfallen lassen.
Ja, ich weiß, es wäre sinnvoll gewesen, hätte ich nicht angefangen heute zu streamen, wegen den Kopfschmerzen, aber das hilft echt nichts. Danke. Versuche echt meine Konzentration zu halten, aber es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig. Und sowas habe ich leider halt häufiger, weil es ist eben das Wetter. Es ist halt eben das Wetter. Weißt du? Okay, das sieht aus, als würde es wehtun. Aber egal. Level abgeschlossen, freies Spiel. Jetzt nur eins, wundervoll. Ja, das auf jeden Fall. Oh, gleich das Fluglevel. Ein Fluglevel nach Mars. Hier brauchen wir die Bombe. Okay, bislang. Ach du Scheiße. Zehn Wassertürme, Alter. Ah, da
Da ist auch noch was zum kaputt machen. Mit der Bombe. Gut, dann holen wir ihn noch einmal eine. Das hat jetzt echt nichts gebracht. Wunderbar. Okay, das war sehr sinnvoll. So, kann ich aber das da vorne noch zerstören? Nein, kann ich nicht. Ja, alles los ist, ey. Einen Moment bitte. Du auch schon da? Hallo. Hallo. Na? Was ist los? Komm baden. Was ist was? Kopf. Kopf? Wieso? Wetter. Okay. Schon gegessen? Ich bin fast nicht zu warm. So, okay. Na dann, jetzt entspannen. Nee, das nicht. So, wieder da. So, ich brauche einmal das Ding da hinten.
Ah, verstehe, da muss noch was abgeknallt werden. Was ich noch nicht abgeknallt habe. So, 4 Minikits. Okay, da kann ich nicht lang. Oh, ernsthaft. Dann nicht davon unterkriegen. Okay, die kann ich nicht so zerstören. Vielleicht ja mit den Dingern hier. Da liegt einfach einer so. Ich habe nicht alle Wassertürme. Ein Turm fehlt. Oh, der ist da, wo ich nicht hinkomme. Oh. Das ist ja lame. Treffer versenkt. Treffer 2.
Und kaputt. Complete 50% of the game. What is this? Nochmal Scarecrow. Was ist das denn nun wieder für ein Level? Ach, das ist dieses beschissene Rätsel hier. Hey Daniel. Ich sag's mal so, Daniel, ich hab echt Kopfschmerzen momentan. Ich wollte jetzt aber auch nicht absagen, weil es muss irgendwann fertig werden, das Game. Ja, liegt am Wetter, Daniel, liegt am Wetter.
So, dann wollen wir doch mal versuchen, hier hochzukommen. Ich fahre echt runter noch. Das ist gar nicht das zweite. Rutsch da runter, ey. Das Gecko hat doch diese Gedankenkontrolle. Sag mal, bleib doch bitte oben. Ich kann da gar nicht hin. Zumindest noch nicht. Ja, das ist ja toll. Nur die anderen Dinger, die ich zerstören muss, habe ich nicht gefunden. Okay. Das nehme ich doch gerne mal mit. Bauen wir das einfach mal. Mach doch mal nicht diesen, ey. Ach, die sind überall verteilt, diese Dinger. Diese Glaskästen. Verstehe. Gut, haben wir das zweite auch.
Interessant, was man hier in den Leveln alles machen kann. Ach so, damit kommt man da hoch. Weil der andere ja nicht durch das Gift laufen kann. Ja. Ich weiß nicht, was Joker hier in diesem Laden will. Ist mir noch nicht im Klaren. Weil die sind da reingeflogen, aber was die hier wollen, ist die andere Sache. Warum legt sich Joker so komisch hin? Auch das, was man einfach nicht verstehen will. Okay, wieder ein weiterer Bereich. Ach, hier ist ja sogar schon das Ende gleich. Hä? Okay.
Komm, bitte, mach's einfach. Okay, da komme ich nicht hoch. Die haben beide so blöde Sprünge drauf. Sehr klug, Scarecrow. Sehr klug. Lol. Ja, jetzt mit der Killermotte. Was zum Geier? Ach du Scheiße. Ja, wir sind also wieder hier. Und hier ist eben hier. Thank you.
Damn it. Diese Level sind echt skurril. Okay. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet?
Okay, schon wieder so ein Fluggerät. Komm schon, hau in die Kacke! Ich finde, da frag's mal nicht. Kann nichts aufsammeln mit dem Hubschrauber, ne? Alter! Das Tor ist auch noch nicht auf. Ob ich das nicht voll kriege.
wäre schon erbärmlich, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich bin jetzt schon wieder gelandet hier. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Gut, wir haben das voll bekommen. Warum ist das Level so krank? Lure of the Light. Lure of the Night. Zwei Millionen. Die Kathedrale, meine lieben Freunde. Wir starten diesmal nicht draußen. Wir starten drin.
Was für ein merkwürdiger Ort. Wir dürfen wahrscheinlich auch wieder gleich oben rumklettern. Auf den oberen Ebenen. Was macht ihr mit mir? Man kann doch mal ein bisschen weniger verlangen hier. Das ist eine viel zu große Anzahl an Stats, die man braucht. Okay, so hoch komme ich wohl nicht. Ein Drache. Guckt es euch an. Alter Schwede.
Oh lol. Das war eigentlich unabsichtlich. Also ihr seht, wir klettern jetzt schon wieder oben rum. Nein! Adaptive Schwierigkeit aus, ey. Das war mal ein Sprung, ey. Später. Ernsthaft. Danke.
Alter. So, storymäßig sind wir durch. Nächste Woche werden wir dann anfangen mit den 100%. Ich gehe mir jetzt noch Kuchen holen und wir labern dann gleich noch ein bisschen weiter, bis Bluesy dann natürlich anfängt. Nichts machen, wie langweilig. So, morgen. Lego City Undercover. Weiter mit den 100%. Am Freitag. Werden wir weiter Professor Layton spielen. Von der Geschichte her das allererste Layton, obwohl es eigentlich das vierte Layton-Spiel ist.
Aber ja, ist halt der Anfang der ganzen Story. Deswegen spielen wir Professor Layton und der Ruf des Phantoms zuerst. Ne? Sollte euch klar sein. Samstag bei Siedler muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ich brauche dringend Soldaten, wir brauchen dringend Aufleveln für die Soldaten. Und Sonntag werden wir weiter in Lumi Glacier forschen mit Spyro. Wobei eigentlich Hunter. Spyro wurde ja gefangen genommen. Und dann spielen wir Icy Citadel. Ja, ich weiß. Alle drei Gebiete haben was mit Eis zu tun. In dem dritten Realm. Aber was soll's? Und dann müssen wir schon zum Boss. Und dann geht's ins letzte große. Dann geht's in das letzte, in den letzten großen Realm. So. Das letzte Realm ist 5 Ebenen lang. Kann ich euch ja noch zeigen, was wir zu 100% machen als nächstes, als erstes. Und zwar hier. Hier werden wir anfangen mit den 100%. Weil dann können wir uns Punkte mal 2 leisten. Also Stats mal 2. Und das ist für mich sehr wichtig. Weil es ist so, die Extras kriegst du auf der Schurkenseite und die Anzug-Upgrades kriegst du auf der Hero-Seite. Deswegen ergibt es keinen Sinn, erst die Hero-Seite zu 100% zu machen, sondern erst die Evil-Seite. Und ich will, dass Nintendo endlich mal Welle 5 an die Spitze bringt. Weil wir haben jetzt Ende Mai und so langsam muss da mal eine Ankündigung kommen für Welle 5. Ich will wissen, was kommen wird. Da gibt es ja einiges. SNES Bowser's Castle 3 wäre sinnvoll. Ne, GBA Sunset Riders kommt sowieso.
Los Angeles sowie Athen wird auf jeden Fall dabei sein. Piranha Plant Cove wird auf jeden Fall dabei sein. Ja, und die letzten drei sind noch Geheimnis. Aber ja, ich denke schon, dass Nintendo SNES Bowser Castle 3 mitnimmt, weil ihr habt ja gesehen, den Aufbau von SNES Bowser Castle 3 in Mario Kart Tour. Ne, es geht hoch, es geht runter. Einfach perfekt für Mario Kart 8 gemacht. Deswegen denke ich schon, dass es dabei sein wird. Klar, es ist dann schade natürlich um Bowser's Castle 4 von GBA. Wird natürlich nicht dabei sein. Weil eben die letzte Strecke von GBA Sunset Wilds wird. Sunset Wilds ist schön, ne? Aber ich hätte gedacht, dass Nintendo wenigstens zwei Bowser Castles reinnimmt. Und da wir Bowser Castle 4 eigentlich so gut wie noch nie hatten in den normalen Mario Kart, also Mario Kart 2 kannst du ja schlecht dazu zählen, ne? Eigentlich. Und Bowser Castle 4 vom GBA Mario Kart 8 zu zocken, wäre geil. Aber brauchen wir uns nicht zu hoffen, weil wird nicht. Wird nicht in diesen Pass kommen. Vielleicht macht Nintendo noch einen zweiten Pass, wer weiß. Aber das liegt in Nintendos Hand, nicht in unseren. Also, also man kann sagen, es wird eventuell eine Überraschung geben. Vielleicht macht Nintendo einfach noch den Smash Bros. Move und macht weitere Strecken. Wer weiß. Aber vorerst werden es die letzten sein. Und das sind halt eben, wie ich schon sagte, es wird nach Welle 5 keine weitere GBA-Strecke mehr geben und auch keine weitere SNES-Strecke mehr. Die letzten beiden Titel, die noch Retro-Strecken bekommen, nach Welle 5, sind GameCube und Wii. Der Rest ist alles schon abgeschlossen. Ne? Gut, Tour kommt auch noch mal in Welle 6. Was dazu? Ne? Mit Vancouver und noch einer weiteren Stadtstrecke sowie ein paar Fragezeichenstrecken. Wahrscheinlich ein paar neue. Vermute ich mal. Also entweder komplett neu oder bereits eine Tour gesehen. Ne? Das hat Nintendo bisher ganz gerne gemacht. Bei den offenen Feldern. Ne? Entweder eine Tourstrecke genommen oder halt eine komplett neue. Jetzt in Welle 5 wird es wahrscheinlich keine neue Strecke geben, sondern vier Tourstrecken.
Weil auf dem offenen Feld wird definitiv Piranha Plant Cove sein. Verpennt Blues gerade oder was ist hier los? Egal. Naja. Schauen wir mal, wann Blues live ist. Das könnte noch einen Moment dauern. Vielleicht ist er einfach nur gerade verpeilt. Aber gut, was ich sagen wollte. Mark hat 8 Deluxe, Booster-Streckenpass neigt sich wirklich dem Ende. Ende. Ne, jetzt Juni, Juli, August wird Welle 5 rauskommen. Und dann im November, Dezember Welle 6. Und ihr braucht auf keine weitere 3DS-Strecke, keine weitere N64-Strecke, keine weitere DS-Strecke. Wir hoffen. Und GBA und SNES folgen ja so bald drauf. Ne? Welle 5 ist deren letzten Auftritt. Dann sind die auch abgeschlossen. Für Welle 6 sind halt wie gesagt nur noch Wii, GameCube und Tour. Und ich sag euch direkt vorweg, wie Rainbow Road. Wie Rainbow Road wird auf jeden Fall die letzte Strecke sein. Kann ich ja schon mal so sagen. Das machen die nicht umsonst. Dass die letzte Wii-Strecke ganz unten im letzten Cup drin ist. So, ich schau mal gerade, ich glaube mal. Und wir sehen uns dann morgen zu Lego City Undercover. Bis dahin und tschüss.